Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Mission Beautiful. Mein Name ist Madeleine vom Kanal Madeleine Schön und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute dreht es sich um das Thema braune Augen, denn ich werde für euch heute diesen Look kreieren, den ihr jetzt schon an mir seht. Einen sehr natürlichen Look, perfekt für braune Augen, der einfach nochmal die Augenfarbe unterstreicht und einfach nochmal schön zum Ausdruck bringt und einfach noch ein bisschen Strahlkraft verleiht. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn am Ende werde ich euch auf jeden Fall ganz ausführlich Tipps und Tricks verraten, welche Farbe am besten zu braunen Augen passt. Also nicht nur die, die ihr jetzt seht, sondern es gibt noch ganz viele andere Farben. Aber jetzt würde ich sagen, beginne ich direkt mit dem Tutorial und ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video. Als erstes benutze ich diesen Creme-Lidschatten und zwar nennt sich der Totally Taupe und den werde ich mit meinem Ringfinger auf mein bewegliches Augenlid auftragen. Der Creme-Lidschatten ist dann schon mal eine gute Basis, um das Augen-Make-up darauf aufzubauen. Außerdem durch die cremige Textur hat dann der Puder-Lidschatten, den ich dann im Anschluss auftragen werde, eine gute Grundierung, wo er sich dran haften kann und das Augen-Make-up wird nochmal intensiver und hält auch vor allen Dingen länger. Wie ihr sehen könnt, ist das Auge jetzt schon mal sehr gut vorbereitet und hat schon mal so eine schöne Grundierung. Jetzt komme ich zur Lidschattenpalette und zwar benutze ich die hier. Die sieht wirklich sehr, sehr schön neutral aus und passt perfekt zu braunen Augen. Das ist die 8-in-1 Eyeshadow Palette und ich habe die Farbe Nude Muse. Und da nehme ich jetzt diesen Lidschatten hier, der ähnelt sich ein bisschen dem Creme-Lidschatten, den ich gerade aufgetragen habe. Und nehme da auch meinen Ringfinger und gebe mir den Lidschatten mit meinem Ringfinger auf mein bewegliches Augenlid auf und damit wird eben der Creme-Lidschatten, den ich vorher aufgetragen habe, nochmal fixiert und vor allem auch wird das Ergebnis intensiviert. Als nächstes möchte ich den Lidschatten ein bisschen in die Lidfalte ausblenden und benutze dafür jetzt diese Lidschattenpalette. Das ist der Eyeshadow Quad in der Farbe Mocha Latte. Und zum Ausblenden der bereits aufgetragenen Farbe benutze ich jetzt die dunkelste und zwar ist das die Nummer 4. Danach gehe ich zurück zur ersten Palette, die ich benutzt habe und gehe in diesen sehr, sehr hellen Cremeton und trage mir den im inneren Augenwinkel auf und unter die Augenbraue. Das öffnet auch mal den Blick und man sieht sofort wacher und frischer aus und der Make-up-Look wirkt einfach ein bisschen runder. Für den Alltag wäre das auf jeden Fall jetzt ein sehr, sehr schöner Look und ihr müsst einfach nur noch die Wimpern tuschen und dann werdet ihr auf jeden Fall ready to go. Aber ich möchte den Look auf jeden Fall noch ein bisschen intensivieren und werde jetzt einen Kajal benutzen. Und zwar werde ich jetzt den The Big Gel Paint Pencil in der Farbe Rich Copper benutzen und werde mir den einmal am oberen Wimpernkranz und unten in der Wasserlinie auftragen. Als nächstes kommt natürlich die Mascara dran und da benutze ich jetzt die hier. Das ist die 5-in-1 Lash Genius Mascara und die ist ganz besonders, denn die hat vorne an der Spitze, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, ich glaube ganz gut, die hat vorne an der Spitze wie so Spikes und damit kann man auf jeden Fall sehr, sehr gut die unteren Wimpern tuschen, denn ich kenne bestimmt das Problem, dass meistens das Bürstchen einfach zu groß ist und man schmiert hier unten einfach rum bei den unteren Wimpern und mit diesen Spikes sozusagen kann man die Wimpern ganz easy unten einfach so tuschen und jetzt werde ich die Wimpern erstmal kräftig tuschen, dass die wirklich schön geschwungen, lang, dicht und schwarz sind und dann komme ich auch schon zu den Lippen. Für die Lippen möchte ich jetzt was ganz Natürliches auftragen und zwar benutze ich jetzt als erstes einen Lippenstift aus der Nude-Reihe. Der ist in der Farbe Lush Cocoa und den werde ich als erstes auftragen. Der passt, finde ich, perfekt zu dem doch auch sehr schönen natürlichen Make-up-Look und dann danach kommt ein Lipgloss drüber. Als Lipgloss benutze ich den hier. Der hat eine wunderschöne Nude Peach Farbe, passt auf jeden Fall perfekt zum Lippenstift und nennt sich Glazewear Lip Gloss in der Farbe Nude.
Wie ihr gerade sehen konntet, habe ich jetzt diesen wunderschönen Look kreiert mit sehr schönen natürlichen Farben. Und natürlich stehen braune Augen, bräunliche, neutrale Töne sehr, sehr gut. Diesen funktionieren natürlich am besten auch für den Alltag. Oder aber wenn man sich im Alltag auch gar nicht schminkt, dann ist es natürlich auch perfekt, also der perfekte Look, um abends auszugehen. Aber neutral ist nicht gleich neutral. Es gibt verschiedene Abstufungen in dem neutralen Bereich. Also es gibt ja auch welche, die haben so einen richtig schönen orangen Unterton. Die sind so ein bisschen wärmer angesiedelt. Aber wie ihr gerade auch sehen konntet, habe ich eher zu kühleren Tönen gegriffen. Denn so braunen Augen stehen neutrale Töne am besten, die so einen leichten, gräulichen, kühlen Einschlag haben. Und damit mit diesen Farben kommen braune Augen auf jeden Fall am besten zur Geltung. Aber was braunen Augen auch noch sehr gut steht, ist die Farbe Blau und die Farbe Violett. Violett trage ich persönlich auch super, super gerne. Wie zum Beispiel jetzt hier bei der Lidschattenpalette, die ich jetzt euch jetzt mal mitgebracht habe. Das ist der Eyeshadow Quad immer in der Farbe Smoky Plums. Und wie ihr sehen könnt, das sind schon auf jeden Fall sehr lila-lastig, aber jetzt eben nicht so richtiges lila-lila, wie ihr euch das jetzt wahrscheinlich vorstellt oder denkt, sondern schon so ein bisschen gedeckt. Und was auch super funktioniert, ist die Farbe Blau. Und da habe ich euch auch mal eine Lidschattenpalette jetzt mitgebracht. Die sieht so aus und wie ihr sehen könnt, auch auf jeden Fall sehr, sehr schön gedeckt noch und jetzt nicht irgendwie zu krass, zu bunt. Und der Eyeshadow Quad nennt sich Smoldering Blues, was auch noch sehr gut funktioniert. Wenn ihr jetzt sagt, Mensch, zu Feierlichkeiten, Weihnachten, Silvester, was ja auch bald wieder vor der Tür steht, es geht schneller als man denkt, Leute, sind so Silbertöne, so Silber, Grau, Anthrazit, so richtig schön rauchig. Smoky Eyes stehen braune Augen auf jeden Fall wahnsinnig gut. Wenn man auch so ein bisschen silbernen Glitzer dann mit dabei hat, dass es richtig schön schimmert, sieht es auf jeden Fall top aus. Also das könnt ihr euch auf jeden Fall schon für die anstehenden Feiertage, das hört sich wahrscheinlich noch so an, so ganz weit weg, aber wie gesagt, das geht schneller, als wir gucken können. Ich hoffe sehr, dass euch dieser Look gefallen hat, dass ihr da ein bisschen was mitnehmen und auch lernen konntet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einer nächsten Folge Mission Beautiful wieder. Macht's gut und bis dann. Ciao!